Oh Leute, Trimax hier. Die Elite-Barbaren kommen raus. Und ich erzähle euch heute wieder alles, was ihr wissen müsst, wie ihr sie kontert, wie ihr sie spielt und danach gibt es ein bisschen Gameplay. Das mache ich bei jeder Karte, also lasst auf jeden Fall ein Abo da, um in Zukunft auch nichts zu verpassen. Also, die Elite-Barbaren ist eine Common-Karte, eine gewöhnliche Karte und sie ist freischaltbar ab der Royal Arena. Es ist so ein bisschen wie von den Minions zum Mega-Minion. Die Einheitenanzahl wird reduziert, dafür werden die Einheiten an sich besser gemacht. Ich hatte ja damals schon gesagt, dass beim Mega-Minion, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür einfach, dass das Mega-Minion extrem stark werden wird in der Defensive. Und jetzt hat es sich auch sogar herausgestellt, dass das Mega-Minion eines der stärksten defensiven Karten überhaupt ist für drei Elixier. So ähnlich wird das auch bei den Elite-Barbaren sein. Man nimmt zum Beispiel die Barbaren. Die Barbaren waren konterbar mit einem Feuerball, Sepp oder Holz, Feuerball oder Poison Spell, Sepp oder meinetwegen sogar ein Lightning. Das hat alles die Barbaren gekillt. Die Elite-Barbaren sind dagegen resistent. Das heißt, wenn ihr mit einem Golem oder einem Riese angreift und der Gegner hat die Elite-Barbaren, dann gibt es eigentlich nichts, wie ihr diese Elite-Barbaren killen könnt. In der Defensive sind die Elite-Barbaren extrem heftig. Man zahlt 6 Elixier und die halten den Tank auf, egal was da kommt. Der Gegner kann nicht wirklich was einsetzen, um diese Elite-Barbaren noch aufzuhalten. In der Offensive allerdings lassen sie auf jeden Fall noch zu wünschen übrig, deutlich. Für 6 Elixier gibt es in der derzeitigen Meta, ich weiß nicht, wie sich das Ganze noch entwickeln wird, welche Karten noch besser und schlechter gemacht werden, ist diese Karte definitiv nicht OP. Kann man nicht sagen. 6 Elixier ist sehr viel. Ich gebe mal kurz ein paar Beispiele, wo die Karte natürlich dann doch geil ist in der Offensive. Also die normalen Barbaren, die werden gekontert durch ein Feuerball Sepp, das wisst ihr. So, durch Feuergeister, durch einen Eismagier, Baby Dragon, Prinzessin, Eisgole, Magier und Valkyrie. Gegen diese ganzen Karten sind die Elite-Barbaren resistent. Die sprinten einfach trotzdem zum Eismagier und knüppeln ihn down. Die tanken die Fire Spirits einfach weg. Die werden auch teilweise noch nicht mal von der Prinzessin getroffen, weil sie zu schnell laufen. Das sind alles Karten, die Elite-Barbaren nicht aufhalten können. Aber dafür können die Elite-Barbaren relativ einfach von anderen Karten aufgehalten werden. Die Elite-Barbaren haben zwar einen Movement-Speed wie der Holzfäller, aber nur einen Attack-Speed wie die Barbaren. Und das wissen viele, die Barbaren greifen relativ langsam an. Das sieht immer nur nicht so aus, dass die Barbaren so langsam angreifen, weil es halt so viele sind. Aber zum Beispiel gegen einen Grabstein sind die Elite-Barbaren extrem schwach. Der kann die komplett wegkontern. Die kommen noch nicht mal im Ansatz an den Turm ran. Oder auch, wenn man die Bogenschützen richtig platziert. Wenn man nur die Elite-Barbaren einsetzt für 6 Elixier, kann man die komplett verteidigen, nur mit Bogenschützen. Und die kosten nur 3 Elixier. Genauso Skeleton Army oder alles, was mit Skeletten oder vielen Einheiten zu tun hat, da können die Elite-Barbaren nichts machen. Auch die normalen Barbaren zerstören die Elite-Barbaren in der Defensive auch komplett. Also da gibt es dann neue Konter, auch wenn es diese alten Konter, diese ursprünglichen Konter gegen die normalen Barbaren nicht mehr gegen die Elite-Barbaren funktioniert, gibt es dann neue. In der Defensive kann es sich lohnen, die einzusetzen. Allerdings kosten die auch 6 Elixier. Also ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es ist natürlich auch eine Common Card. Die Common Card kann man, also die gewöhnlichen Karten, kann man am schnellsten leveln. Ähnlich wie beim Royal Giant. Der Royal Giant gehört nicht zu den besten Karten im Spiel. Aber wenn man normal das Spiel spielt, hat man seine Common Cards viel, viel früher maxed. Also man hat einen Royal Giant relativ schnell auf Level 13. Ich habe den jetzt schon monatelang auf Level 13, könnte ich ihn machen. Wobei meine epischen und meine seltenen Karten noch ganz lange brauchen. Das ist dann der einzige Vorteil, dass man die Elite-Barbaren auf einem krasseren Level hat, als zum Beispiel irgendeine andere Karte. Wenn die Karte rauskommen wird, ich werde erstmal natürlich wieder ein fettes Chest-Opening machen und dann werde ich versuchen, auch wenn es schwierig scheint, da irgendwie ein Deck mit dieser Karte herauszufinden. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen in Gameplay springen. Okay, eine Runde gegen den Ausbilder, dass ihr seht, wie sich die Karten verhalten. Und wenn ich die ganze Zeit davon rede, wie schnell die Karten sind, dass ihr das dann auch versteht. Das ist übrigens ein Nachteil. Zum Beispiel die drei Musketiere, die Bogenschützen, die Barbaren, die kann man alle richtig schön hinter dem Turm splitten und dann einen Push aufbauen. Das ist bei den Elite-Barbaren leider nicht so. Die sind einfach viel zu schnell. Die sind einfach zu schnell und man kann nicht genug Elixier generieren, dass man dann eine Offensive zusammenbasteln kann. So, da hat man es gleich mal gesehen. Der Gegner hatte viele, viele, viele kleine Einheiten. Da waren die Elite-Barbaren schlecht. Da wären jetzt die Barbaren oder, glaube ich, sogar der Holzfäller besser gewesen. Und ich meine, die Elite-Barbaren kosten 6 Elixier. Die kosten nicht 5 oder 4 Elixier wie die anderen Einheiten. Die sind recht teuer. Sie können natürlich so einen Tank komplett zerstören.
Aber das können auch andere Karten. Das kann auch ein Minipacker, auch ein Holzler. Dafür braucht man nicht sechs Elixier, da reichen die vier. Also es wird schwierig, damit ein Deck rauszufinden. Ich sag's euch ganz ehrlich. Bis jetzt waren meine Prognosen, wie die Karten werden, gar nicht so verkehrt. Beim Mega Minion und so weiter. Mal gucken, wie das bei diesen Karten wird. Sie sind natürlich verdammt schnell. Sie sind natürlich verdammt schnell. So ein Feuerball, Barbaren werden down. Feuerball hält die Elite-Barbaren nicht auf. Sie sind sehr tanky. Das ist, ja, wenn sie dann durchkommen, ne? Also, wenn man gegen sie spielt, sollte man alles Mögliche versuchen, dass die niemals an den Turm rankommen, weil die machen so viel Schaden, die sind so schnell unterwegs. Da sieht man das relativ gut, wie langsam diese Einheiten doch angreifen. Ich habe jetzt immer den Holzfäller im Hinterkopf. Der bewegt sich ja ähnlich schnell wie die Karten. Der zerhackt ja die Skelette und die Kobolde einfach komplett weg. Die Elite-Barbaren tun sich dort schwer. Es wird auf meinem Kanal auch bald einen Rekord geben, wo wir sehr, 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 sehr viele Elite-Barbaren zusammenpacken, dass wir da einen neuen Weltrekord aufstellen. Ich habe da ja eine Serie am Laufen. Das wird auf jeden Fall auch noch kommen. Ich weiß nicht, wie viele man das schaffen kann. Ich meine, die Einheiten sind extrem schnell. So. Da wird man jetzt gleich die Elite-Barbaren sehen gegen einen Tank. Okay, wir haben natürlich ein bisschen krasseres Level, keine Frage. Aber in der Defensive sind sie halt krass. Das ist ein Vorteil. Sie zerstören den Tank komplett. Man kann sie nicht aufhalten. Kein Feuerball, Sepp, kein Lightning. Nichts kann diese Elite-Barbaren töten. Jetzt versuchen wir nochmal ein paar mehr Elite-Barbaren zusammenzustecken. Das ist jetzt hier natürlich nur ein Gameplay gegen den Ausbilder. Wir werden, wenn die Barbaren rauskommen, werden wir natürlich auch noch normale Games machen. Da sieht man wieder einen Feuerball. Die Barbaren werden jetzt komplett zerstört worden. Die Elite-Barbaren tanken das Ganze weg. Und auch den Turm tankt er dort relativ lange. Okay, es ist jetzt ein gespiegelter Elite-Barbar Level 10. Ist natürlich noch ein bisschen krasser. Und das Spiel, Punktlandung, das Spiel ist vorbei. Okay, schreibt eure Meinung mal bitte über die Elite-Barbaren in die Kommentare. Seht ihr das komplett anders? Findet ihr die Karte extrem stark oder findet ihr sie noch schlechter, als ich sie hier vorgestellt habe? Und in welchen Kombinationen, in welchen Decks wird die Karte stark sein? Was denkt ihr? Generell kann man noch sagen, die Elite-Barbaren kann man nicht einfach mit Barbaren oder mit einem Holzfäller austauschen. Das ist eine ganz eigene Karte. Da muss man erstmal herausfinden, wie man die spielt. Jetzt rein von den Grundstats her, von den Elixierkosten und wie das so in Clash Royale in die Meta gerade passt, finde ich, ist mein Fazit dazu, ist die Karte okay. Sie ist jetzt überhaupt nicht spielbar, aber nur in unglaublich wenigen Decks und die Karte wird auf gar keinen Fall, da lege ich mich fest, die Meta beherrschen, dass jeder die Elite-Barbaren dabei hat. Aber schreibt mal eure Meinung bitte in die Kommentare und lasst ein Abo da, um in der Zukunft keine Folgen zu verpassen und dann sehen wir uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Stream. Alles klar, Leute, haut rein.